Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich zum Thema Wohngeld spreche, möchte ich für die, die es vielleicht noch nicht über den Ticker haben gehen sehen, aus dem Bundesrat berichten. Dort ist heute das von der Mehrheit des Deutschen Bundestages beschlossene, schon seit einigen Monaten, vor einigen Monaten beschlossene Gesetz, mit dem wir eine Sonderabschreibungsmöglichkeit für den frei finanzierten Mietwohnungsbau eingeführt haben, endlich beschlossen worden. An solchen Tagen ist man ja dann geneigt zu sagen, Gott sei Dank ist es da, reden wir nicht mehr über das Verfahren. Das will ich auch weitestgehend tun. Ich bin dankbar, dass unser Instrumentenkasten für den Wohnungsbau auch dieses wichtige Instrument jetzt nun am Start hat. Gleichwohl waren es natürlich verlorene Monate, die uns fehlen. Und insofern hoffe ich, dass wir ja viele, die in diesem Bereich investieren wollen, um Mietwohnungen zu schaffen, sehr kleinteilig und mit einer Mitbindung für 10 Jahre nun schnell investieren. Mieten, bezahlbares Mieten und Wohnen ist eine der großen sozialen Fragen unserer Zeit. Das ist, glaube ich, uns allen hier im Hause bewusst. Und das, was wir heute hier miteinander diskutieren, ist eine der Antworten der Bundesregierung, eine der Antworten des Bundesbauministeriums auf diese große soziale Frage. Was tun wir? Was ist unser Vorschlag? Was ist der Beschluss des Bundeskabinetts? Wir beschließen eine große Novelle des Wohngelds, schon wieder eine, die letzte war es 2016, also sprich, seit langem ist nicht so schnell wieder angepasst worden. Und zum anderen dynamisieren wir künftig das Wohngeld. Das ist das eigentlich Neue, der eigentlich große Wurf, dass es uns künftig gelingt, dass alle 2 Jahre eine automatische Dynamisierung stattfindet und wir nicht mehr immer wieder dieses Phänomen haben, dass nicht wenige aus dem Wohngeldbezug rausfallen, wenn die Mieten steigen, ungefähr auf dem Niveau des Einkommens, sondern dass wir diesen Wechsel zwischen Wohngeld und anderen Sozialleistungen eben in diesem Maße nicht mehr haben. Wir werden die Reichweite des Wohngelds deutlich erhöhen. Wir rechnen mit künftig 660.000 Empfängerhaushalten ab dem 01.01.2020. Aktuell sind es 480.000. Sprich, fast 200.000 Haushalte mehr kommen in den Genuss des Wohngelds. Und auch das Leistungsniveau wird sich deutlich erhöhen. Nämlich ohne Reform liegt es derzeit bei 145 Euro monatliches durchschnittliches Wohngeld für 2-Personen-Haushalte. Wir erhöhen um rund 30% auf künftig durchschnittlich 190 Euro. Daneben werden die Mietstufen für die Kommunen und die Kreise erhöht. Es wird eine neue Mietstufe 7 oben aufgepackt, um die höheren Mieten insbesondere in den besonders angespannten Wohnungsmärkten besonders zu berücksichtigen in der Zukunft. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, wir erhöhen den Einkommensfreibetrag für Menschen mit Schwerbehinderung auf künftig 1.800 Euro pro Jahr. Bund und Länder stocken damit die Mittel für das Wohngeld, was wir uns ja hälftig teilen, deutlich auf. In 2020 stehen dann insgesamt 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Dynamisierung, ich habe sie schon angesprochen, ist ein großer Teil unserer Antwort in Sachen bezahlbares Wohnen. Mit dem Baukindergeld, der gerade schon angesprochenen, beschlossenen Sonderabschreibung für Mietwohnungsbau, der Städtebauförderung auf Rekordniveau, die wir jetzt gerade gemeinsam mit den Ländern und Kommunen für 2020 neu justieren, bringen wir heute mit der Wohngeldreform eine weitere Schlüsselmaßnahme der gemeinsamen Wohnraumoffensive von Bund, Ländern und Gemeinden auf den Weg ins Parlament. Ich freue mich auf das weitere parlamentarische Verfahren, hoffe auf die Unterstützung der Mehrheit des Deutschen Bundestages und der allermeisten Länder auch bei diesem Verfahren und möchte bei dieser Stelle, an dieser Stelle auch gleich noch sagen, dass noch eine weitere Maßnahme, die wir im Köcher haben, an der wir seit vielen Monaten intensiv arbeiten, nämlich das Thema, wie können wir das Nadelöhr Bauland aufweiten, auf der Zielgeraden ist. In der nächsten Woche wird die Abschlusssitzung der Baulandkommission stattfinden, die ich leiten darf. Ich bin sehr optimistisch, dass wir dort zu guten Ergebnissen im Schulterschluss von Bund, Ländern und Kommunen kommen und auch
diese dann in nicht zu ferner Zeit im Bundestag, unter anderem im Rahmen einer großen Baugesetzbuchnovelle, die wir bereits vorbereiten, haben werden. Ich hoffe auch dabei auf Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Udo Hemmelgarn für die AfD-Fraktion.